Herzlich willkommen in Ascheberg, am großen Plöner See, mitten in der holsteinischen Schweiz. Unsere Gemeinde hat zurzeit 3.100 Einwohner und wächst stetig weiter. Hier in Ascheberg ist es unser Ziel, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen. Landwirtschaft, Handel und Natur haben einen gleich hohen Stellenwert für uns und unsere Bürger. Ein besonderer Pluspunkt ist die landschaftliche Schönheit, ebenso wie die sehr gute Verkehrsanbindung und die Infrastruktur. Bei gleichzeitig hoher Attraktivität für Radfahrer. Ascheberg ist, einfach gesagt, ein lebens- und liebenswerter Ort. Nahe am Zentrum und trotzdem idyllisch, direkt am Wald, liegt der große Plöner See. Besonders im Sommer beliebt ist die sonnige Badestelle mit Flip-Flop-Steg und Badeinsel. Ebenso lädt der Seglerhafen und der Cut-Club zu vielfältigen Aktivitäten auf dem Wasser ein. Ascheberg ist ein bekanntes Ausflugsziel, das auch der Dampfer der großen Plöner Seenrundfahrt anläuft. Entlang des Naturschutzgürtels am Ufer verlaufen Wander- und Spazierwege, gesäumt von Wald und Wiesen. Und natürlich gibt es kaum etwas Leckeres als frischen und geräucherten Fisch, den man hier direkt bei einem Fischer bekommen kann. Der Plöner See war immer bestimmend für das Geschick und die Geschichte des Ortes. Es entstand aus dem Dorf Langenrade nahe dem Schloss der Ort Ascheberg in Holstein. Das Schloss Ascheberg. Früher Sitz unseres Grafen, heute wird das Schloss für christliche Jugendfreizeiten genutzt. Viele Jugendgruppen verbringen hier ihre Sommerferien. Ein buntes Programm auf dem großen Plöner See und in dem Umland sind möglich. Das Schloss dient als Jugendherberge. Ein weiteres besonderes Wahrzeichen des Ortes und von weitem sichtbar ist die Ascheberger Mühle Sventana. Noch heute kann man sie in Betrieb sehen und es wird hier hin und wieder auch Korn gemahlen. Viele finden es hier so schön, dass sie länger bleiben möchten. Da trifft es sich gut, dass Ascheberg neben Ferienwohnungen und einem Campingplatz auch über ein hochklassiges Hotel mit ausgewogener regionaler Küche und einem breiten Wellnessprogramm nebst Pool verfügt. Wo es sich so schön lebt, möchten natürlich viele gerne leben. Die Gemeinde Ascheberg hat daher ein parkähnliches und nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltetes Neubaugebiet ausgewiesen, das jetzt Gestalt annimmt. Hier entstehen 90 Häuser für Jung und Alt. Dazu kommt noch ein 4-Sterne-Feriendorf, welches über eine Allee aus Kirschbäumen verbunden ist. Von den Anhöhen haben die Bewohner hier einen herrlichen Blick sowohl auf das Plöner Schloss, über den Plöner See und über die Schwentine. Besonders wichtig für Einheimische und Neubürger ist nicht nur die gute Verkehrsanbindung Aschebergs durch Straße und Bahn und die exzellente wirtschaftliche Infrastruktur. Wir haben hier mehrere Ärzte, Kirche, Apotheker, Optiker, Handwerksbetriebe, Feuerwehr und vieles, vieles mehr. Auch unser Bäckermeister backt noch vor Ort, so wie wir es von früher kennen. Wir sind dabei, einen großzügigen neuen Kindergartenbau auf den Weg zu bringen. Und auch die Grundschule wird aktuell saniert und erweitert. Ascheberg bleibt so gerade für junge Familien attraktiv und interessant. Ascheberg ist eine amtsfreie Gemeinde. Die Verwaltungsgeschäfte führt die Stadt Quickborn für uns. Alle wichtigen Verwaltungsgeschäfte, wie zum Beispiel eine Passverlängerung etc., können die Ascheberger Bürger aber direkt hier vor Ort in unserem Rathaus erledigen. Die hier tätigen freundlichen Mitarbeiter kümmern sich um alle Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger. Und nun lernen Sie mich einmal persönlich kennen. Ich bin seit 2013 Bürgermeister der Gemeinde Ascheberg
und habe einen der schönsten Jobs der Welt. Natürlich ehrenamtlich. Und so habe ich auch etwas Zeit für meine Labradorhündin Ginger. Ich hoffe nun, Ihnen hat unser Rundgang durch Ascheberg gefallen und Sie besuchen uns hier einmal persönlich am großen Plöner See in Ascheberg. Na du? Jetzt haben wir Feierabend. Na komm!